So, wir sind immer noch beim Generalthema Scheduling und hatten uns beim letzten Mal zwei konkrete Ingredienzen angeschaut, die Zielfunktion, also Makespan oder alternativ was anderes. Und wir haben uns sehr viel intensiver das Thema Dauern angeschaut. Also im elementaren Modell sind die Dauern einfach nur festgegebene Zeiten. Wir haben uns Variationen angeschaut, insbesondere den Fall, dass die Dauern unbekannt sind, nur durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben. Das haben wir beim letzten Mal abgeschlossen und dieses Thema hier auf dieses Mal vertagt, auch bei Ressourcenbeschränkungen. So, was wir bisher betrachtet hatten, immer wenn wir von Ressourcenbeschränkungen gesprochen haben, dann war immer die Situation die, dass wir für jede Ressource, egal ob das eine Human Resource ist, also eine bestimmte Gruppe von Menschen mit bestimmter Qualifikation, oder eine technische Ressource wie Kräne, Maschinen und so weiter, dass wir für jede Ressource angenommen haben, dass sie zu jedem Zeitpunkt die gleiche Kapazität hat. Das ist also die gleiche Anzahl von Maschinen, die gleiche Anzahl von Kränen, die gleiche Anzahl von Leuten mit spezieller Qualifikation und so weiter gibt. Über den ganzen Planungshorizont hinweg. Wir haben außerdem als fest angenommen, dass jeder Job über seine gesamte Ausführungszeit hinweg immer für jede Ressource einen konstanten Bedarf an dieser Ressource hat. Ja, in den meisten Fällen oder sehr häufig null über die Ausführungszeit des Jobs hinweg, weil das, wenn das eben eine Ressource ist, die von diesem Job nicht gebraucht wird. Und wenn es eine Ressource ist, die von diesem Job gebraucht wird, dann eben ein Wert größer 0, aber eben konstant über die Zeit. So, in diesem Modell können wir erst einmal ganz einfach die Ressourcenanforderungen in ein mathematisches Modell hineinpressen, was tatsächlich auch der Anforderung genügt, dass es eine Nebenbedingung ist, wie sie im ILP gefordert ist. Das heißt also eine affin lineare Bedingung, ein Satz von solchen Bedingungen. Nämlich, was bedeutet das erstmal ganz konkret in Worten? Das ist der obere Spiegelstrich. Zu jedem Zeitpunkt sind Jobs nur so weit eingeplant, dass sie die über diesen Zeitpunkt hinüberlaufen, die während dieses Zeitpunkts ausgeführt werden, nur so viele Jobs eingeplant, dass deren Summe von Bedarfen, von Demands an einer Ressource nicht die Kapazität dieser Ressource übersteigt. Das ist die Einschränkung, die wir bei Ressourcen immer hatten. Die Summe aller Bedarfe aller Jobs zu einem Zeitpunkt T, die an diesem Zeitpunkt aktiv sind, egal welcher Zeitpunkt das ist, darf die Kapazität dieses Jobs, dieser Ressource nicht übersteigen. Und das lässt sich natürlich einfach in einem Satz von mathematischen Bedingungen formulieren. Eine Bedingung sehen Sie hier für jeden Zeitpunkt T, dass die Bedarfe von denjenigen Jobs I, die zu dieser Zeit laufen, dass die höchstens die Kapazität sind. Ich habe gesagt, dass das auch als ILP-Bedingung durchgeht. Das ist in dieser Formulierung nicht ganz richtig. Man müsste noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, was ich hier nicht gemacht habe. Denn momentan in dieser Formulierung ist es so, dass der Output, also die Zuweisung einer Startzeit für jeden Job, dass die in der Indizierung drin ist. Und das geht natürlich in einer Bedingung nicht im Rahmen eines ILP. Das ließe sich aber noch mit Indikatorvariablen, dass der Job an diesen oder jenen Zeitpunkten eine 1 hat, weil er ausgeführt wird und an anderen Zeiten 0 hat, ließe sich da steuern. Habe ich hier jetzt nicht gemacht. So kann in relativ einfacher Form, was auch zumindest in OPL durchgeht, das Ganze formuliert werden. Sämtliche Jobs, was sind die Jobs, die zum Zeitpunkt T aktiv sind? Das sind die Jobs, deren Startzeitpunkt T oder früher ist und deren Endzeitpunkt
klein t oder später ist. Logisch. Hier vielleicht noch eine kleine Feinheit. Wir müssen, je nachdem, wie man das misst, wenn man sagt, also nehmen wir mal an, ein Job hat ganz einfach, ganz normales Zahlenbeispiel. Ein Job hat Dauer 5 und beginnt. Wie erkläre ich das jetzt? Was ich jetzt sagen will. Vielleicht besser an der Tafel. Och nö. So, wenn wir jetzt hier ein T haben und hier irgendwo vorher ist Startzeit I, dann haben wir hier plus 1, plus 2 vielleicht, plus 3, hier haben wir plus 4, plus 5, plus 6. Und wenn so, das grenze ich mal so ab. Plus 4, plus 5, plus 6. Ist das noch groß genug zum Lesen? Okay. Und wenn ich jetzt hier habe TI plus DI plus 7, dann sehen Sie, wenn wir das diskret betrachten, passt das. Dauer ist 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn wir es kontinuierlich betrachten, dann passt es. Wenn wir es diskret betrachten als DI, als Dauer, als Anzahl von Zeiteinheiten, dann passt es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also Sie sehen das Problem. Wir können ja Zeiten als einzelne Zeiteinheiten, die wir zählen, und als ein oder als in ein Kontinuum, als ein Zeitintervall sehen. Und je nachdem müssen wir aufpassen, wenn die Dauer zum Beispiel 7 ist, ob das hier stimmt mit 1, 2, 3, 4, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 einzelnen Zeitintervallen. Oder wenn wir Zeitdauern als Anzahl von festen Zeitpunkten betrachten, ob das immer noch stimmt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann müsste die Dauer in diesem Beispiel 8 und nicht 7 gewesen sein. Eher ein typisches Problem, wann immer Sie in der Informatik mit Zeiten zu tun haben. Melden Sie sich? Achso, Entschuldigung. So. Okay. Gut. Jetzt muss es aber nicht so sein, dass der Bedarf konstant ist, nicht? Das ist überhaupt nicht im Allgemeinen gesagt, sondern dass er während der Ablaufzeit des Jobs variiert. Der Bedarf dieses Jobs an einer bestimmten Ressource. Wobei, egal wann wir diesen Job starten, ist es sinnvoll, rational anzunehmen, egal wann startet das Profil, wie ich es hier in einem kleinen Beispiel versucht habe zu verdeutlichen, ist immer dasselbe. Zum Beispiel ein Job, wo irgendetwas zu erledigen ist. Am Anfang brauchen wir eine Menge Leute, um erst einmal das Baugerüst aufzubauen, irgendwas zu installieren, weiß ich nicht, oder was. Im Hauptteil des Jobs brauchen wir eine relativ kleine Anzahl von Leuten, die die eigentlichen Arbeiten leisten. Und am Ende brauchen wir wieder, ups, sorry, brauchen wir noch ein paar mehr Leute dafür, um alles hinterher wieder aufzuräumen. Nur ein einfaches, illustratives Beispiel, was ich damit meine. Und wenn wir Jobs auffassen als
also Zeiten auffassen als solche kontinuierlichen Intervalle. Ja, wir hatten eben das Thema kontinuierliche Intervalle versus diskrete Zeitpunkte. Dann wird es sicherlich realistisch sein anzunehmen, dass innerhalb eines solchen Intervalls dann immer der Bedarf konstant ist. Ja, es wird sicherlich kein innerhalb eines solchen Intervalls monoton mit gewisser Steigung steigender Bedarf sein. Ja, Sie werden sicherlich kein Intervall haben, wo Sie am Anfang einen Kran brauchen und am Ende zwei Kräne und zwischendurch ist das eine Gerade, dass Sie nach der Hälfte der Zeit anderthalb Kräne brauchen oder so etwas. Ja, also es ist schon realistisch anzunehmen, dass in den einzelnen Intervallen die Bedarfe konstant hier sind. Also, dass es stückweise konstant ist, sodass Sie also den Job in solche einzelnen Intervalle zerteilen können, in denen es jeweils ganz konstant ist. So, wie funktioniert das? Das funktioniert ganz einfach. Mal gucken, was steht da noch. Lassen wir mal diese Folie aufgelegt, dass Sie dieses Bild vor Augen haben. Das ist gar nicht mal so schwer. Und zwar, Sie haben jetzt diesen Job, das skizziere ich mal so, der über 5 Tage geht oder 5 Zeiteinheiten. Ja? Es sind doch 5, ja genau, der 5 Zeiteinheiten hat, der hat ein paar Vorgänger, vielleicht 4 Stück, und ein paar Nachfolger, unmittelbare Nachfolger, vielleicht 3 Stück. Ja, also Jobs auf der einen Seite, die fertig sein müssen, bevor dieser Job starten darf, oder Jobs auf der anderen Seite, die erst starten dürfen, wenn dieser Job fertig ist. So. Und das zerlegen Sie erst einmal, nicht voreilig protestieren, bitte. Das wird schon wieder richtig. Ah, bloß mit dem Zeichnen ist ein bisschen. Kann ich es wieder mal nicht. Ich habe gesehen, ich muss aufpassen mit dem wilden Herumwischen, weil auf den Fotos dann das schlechter sichtbar wird. Also muss ich das immer ganz gut reinigen. So, wir haben jetzt hier einen ersten Job, wo die 4 reingehen. Und haben jetzt diese 5 und beim letzten gehen eben diese 3 raus. Soweit nicht überraschend. Also in einzelne Jobs zerlegen, wo jeweils hier eine Reihenfolgebeziehung steht. Ist das jetzt richtig modelliert oder nicht? Bitte? Sie müssen erzwingen, dass sie hintereinander stattfinden. Genau, es könnte sein, dass es zu einer besseren Lösung führt, oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es zu einer besseren Lösung führt, wenn diese Jobs wirklich als einzelne Jobs hergenommen werden und beliebig, natürlich in der richtigen Reihenfolge, aber be mit beliebigen Abständen über die Zeit verteilt. Sie haben aber schon was gesehen dazu, wie man das erzwingen kann. War im letzten Abschnitt. Da gehen wir vielleicht noch mal kurz zurück, so weit weg ist das ja nicht. Hier haben wir modelliert, dass es einen Mindestabstand geben muss. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Hier ist der Mindestabstand 0. Was wir brauchen, ist das zweite, dass es einen Höchstabstand gibt. Hier bezogen jeweils auf die Startpunkte in diesem Abschnitt, auf dieser Folie. Dass es einen Höchstabstand gibt zwischen den beiden Startpunkten. Und diesen Höchstabstand, wir haben keinen wirklichen Höchstabstand, den wir einhalten wollen,
sondern was wir einhalten wollen, ist Höchstabstand 0. Ja, der Abstand muss mindestens 0 sein. Das kriegen wir hin, indem wir das hier auf 0 setzen, den Mindestabstand zwischen Endzeit des ersten Jobs und Startzeit des nächsten Jobs. Und wenn wir hier 0 einsetzen für den maximalen Abstand zwischen Endzeit des ersten Jobs und Startzeit des zweiten Jobs, dann kriegen wir genau das hin, dass mindestens und höchstens 0 Einheiten vergehen dürfen zwischen der Endzeit eines Jobs, der Beendigungszeit eines Jobs und der Startzeit des nächsten Jobs. Und wir haben auch schon gesehen, dass das jetzt kein Taschenspielertrick ist, dass das durchaus Sinn macht, mit diesen Delta-Matrizen anstelle von Reihenfolgebeziehungen zu arbeiten, weil dieselben algorithmischen Ansätze, längste Pfade, hier immer noch funktionieren, genauso wie bei einfachen Reihenfolgebeziehungen. Und auf die Art und Weise kann man nicht konstante Bedarfe modellieren, aufbereiten, ummodellieren für einen Löser, der mit konstanten Bedarfen umgehen kann, aber eben mit nicht konstanten nicht unbedingt umgehen kann. Es gibt keine nicht konstanten Bedarfe mehr in dem Modell auf der rechten Seite. So, das auch nochmal als Foto. So, das ist das alles nochmal in Worten erklärt, was ich vorher hier hatte. Hier nochmal die Delta-Werte. Aus irgendeinem Grund steht da jetzt groß D und nicht Delta, aber es ist dasselbe. So, nicht konstante Kapazitäten kann es natürlich genauso geben wie nicht konstante Bedarfe. Also, dass ein Kran oder ein Bautrupp oder was auch immer nicht die ganze Zeit zur Verfügung steht, dass wir eine Zeit lang drei Kräne zur Verfügung haben, danach nur zwei Kräne oder solche Sachen. Sehr, sehr häufig bei verschiedenen Projekten innerhalb, also das ist jetzt ein Beispiel, was Sie auch in der IT-Branche immer wieder sehen, dass verschiedene Projekte im Wettbewerb stehen, compete, also im Konflikt miteinander stehen, um Beschäftigte, dass immer geplant werden muss, dass nicht unbedingt ein Beschäftigter für die ganze Zeit an einem Projekt zugewiesen ist, insbesondere Leute mit bestimmten Zusatzqualifikationen, die halt in verschiedenen Projekten benötigt werden, aber nicht die ganze Zeit über. Und wenn wir jetzt ein neues Projekt reinsetzen gegenüber denen, die schon fest geplant sind, dann können wir nur noch akzeptieren, dass wir das, was noch an Mitarbeiterkapazität übrig ist, dass wir das verwenden. Das ist natürlich nicht zu allen Zeiten das Gleiche. So, Sie können sich natürlich vorstellen, also die Aufgabe, wie man das macht, das ist, sehen Sie hier, das ist eine Übungsaufgabe. Sie können sich natürlich vorstellen, dass das schon sehr viel Ähnlichkeiten hat mit dem, was wir eben für die Bedarfe gemacht haben. Aber ich will Sie vorneweg warnen, es gibt einiges noch zu bedenken. Glauben Sie nicht zu früh, dass Sie fertig sind, wenn Sie die Aufgabe bearbeiten und die Kapazitäten von Ressourcen mit einer ähnlichen Ideen wie hier versuchen, nicht konstante Kapazitäten konstant zu machen. So, das ist nur am Rande erwähnt. Es gibt, was wir bisher betrachtet haben, sind Ressourcen, die man erneuerbar nennt, also die Arbeitskraft eines Menschen. Da
wird man im Rahmen eines Projektes sicherlich nicht mit einberechnen, dass die Arbeitskraft eines Menschen irgendwann nach 40 Jahren Tätigkeit erschöpft ist, sondern man wird sie als jeden Tags auf neue, frisch, gleich gut, eben renewable ansetzen. Und genauso, wenn man einen Kran hat, wird man nicht. Also der Kran baut sich nicht ab dadurch, dass man ihn verwendet. Ja, der Kran wird nicht Stück für Stück weniger, weil man ihn verwendet. Was natürlich Stück für Stück weniger wird, wenn man es verwendet, ist beispielsweise Geld. Ja, Geld kann man nur einmal ausgeben. Kran kann man am nächsten Tag genauso wieder verwenden wie am vorhergehenden Tag. Geld kann man nicht so wieder verwenden. So, das will ich wie gesagt nur ganz kurz ansprechen. Wir haben schon Zeitkostenoptimierung angesprochen. Und was immer wir als nicht erneuerbare Ressource haben, ist natürlicherweise so wie Geld ein Budget, das wir zur Verfügung haben zu einem bestimmten Betrag am Anfang und das wir Stück für Stück einsetzen können. Wir hatten beim Time Cost Trade Off das Beispiel, dass wir Geld als Budget zur Verfügung haben und dass wir beispielsweise die Kapazitäten von Engpassressourcen erhöhen können, um den Maxspin zu verringern. Beispielsweise, wenn wir feststellen, dass es bei Kränen einen Engpass gibt, wenn wir feststellen, dass es zu viel Wartezeiten gibt, weil wir eigentlich nur zwei Kräne haben, dann eben von irgendwoher, von irgendeiner anderen Firma, dann einen dritten Kran zu mieten, den entsprechenden Anteil am Budget einzusetzen, der dann natürlich verloren ist, dieser Anteil. Ja, also festes Budget von Geld. Ein Beispiel hatte ich schon im Zusammenhang mit Stahlwerken, mit Auftragsplanung in Stahlwerken genannt. Normalerweise können wir eine Maschine als renewable ansehen, also als eine Ressource, die permanent bereitsteht, weil in dem Regelfall können wir Sachen wie Wartungsprobleme, Verschleiß durchaus ignorieren, weil unser Planungshorizont typischerweise nicht so groß ist, dass Verschleiß für das einzelne Projekt, für den Planungshorizont eine Rolle spielt. Aber ich hatte als Beispiel genannt, direkt aus der Praxis, wir können durchaus Maschinen schneller laufen lassen als normal, also im roten Bereich laufen lassen, was natürlich zur Folge hat, dass diese Maschinen schneller verschleißen, beziehungsweise dass die Wartungsintervalle verkürzt werden müssen. Das hat einen Preis, der sich, wie realistisch auch immer, dann in Euro umrechnen lässt. Ja, verkürzte Wartungsintervalle heißt mehr Kosten für Wartung, heißt auch mehr Verdienstausfall während der Wartungszeiten und Verschleiß heißt eben, man muss früher eine neue Maschine kaufen, salopp gesagt. Das heißt, letztendlich ist es ein rationales ökonomisches Modell, dass man hier so etwas wie ein Budget von Beschleunigungsmöglichkeiten, also wie lange man beschleunigt und wie stark man beschleunigt, dass man das als ein Budget auffasst, dieses Budget deckelt und das kann man dann flexibel im Planungshorizont verteilen, überall dann da, wo Engpässe drohen. So, damit sind wir zu Ende mit dem Thema Scheduling. Wir kommen jetzt zum letzten Thema dieser Lehrveranstaltung. Darauf hatte ich schon am Anfang hingewiesen, dass wir zwar viel mit OBL machen, dass OBL sich wie ein roter Faden als Arbeitspferd durch die Veranstaltung zieht, aber ich will am Ende durchaus noch ein Beispiel liefern dafür, dass es auch völlig andere Ansätze gibt, wie man
algorithmische Probleme so modellieren kann, dass eine Engine dahinter dann hoffentlich vernünftig effizient dieses algorithmische Problemstellung lösen kann. Ich gucke mal kurz auf den Zeitplan, wie viele Stunden wir eigentlich noch haben. Wir haben noch diese und zwei weitere. Das heißt, erfahrungsgemäß kommen wir damit, wir werden auf jeden Fall mit dem Vorlesungsthema fertig und aller Erfahrung nach werden wir jetzt auch nicht so viel weniger haben als das. Also wir werden nicht allzu viel früher Schluss machen. Wir werden voraussichtlich erst in der letzten Stunde an den letzten Folien ankommen und dann wird nach bisheriger Erfahrung noch Zeit bleiben, um ein bisschen was mehr noch zur Prüfung zu sagen und vielleicht noch jenseits des Prüfungsstoffes noch ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Praxis zu bringen. Gut. Prolog kennen alle von Ihnen? Wer kennt Prolog nicht? Okay, das ist aber kein Problem. Prolog lässt sich einfach verstehen und wir brauchen auch nicht allzu viel an Prolog hier zu verstehen. Das Wort Eclipse hier, das kennen Sie vermutlich für die bekannte Benutzerumgebung für Java. Das ist hier nicht gemeint. Es ist ein anderes Tool. Wissen Sie zufällig, was Eclipse eigentlich heißt im Englischen? Bitte? Es heißt Sonnenfinsternis, genau. Warum man diverse Tools als Sonnenfinsternis, weiß ich nicht, ob da die Marketingmanager noch einen Einfluss hatten oder ob das wieder mal morbider Informatiker-Humor ist, keine Ahnung, dass das an den Marketingleuten vorbeigerutscht ist. Oder vielleicht kommt es auch von den Marketingleuten. Kann ja sein, dass dahinter irgendeine verkaufspsychologische Erkenntnis steckt, das weiß ich nicht. So, worum geht es hier? Prolog kennen die meisten von Ihnen, ist eine Sprache, wenn man so will, eine Programmiersprache, auch wenn die Prolog-Anhänger vermutlich vehement widersprechen würden, wenn ich das Wort Programmiersprache dafür verwende. Eine Programmiersprache, die sehr stark modellierenden Charakter hat, die also schon so ein bisschen in die Richtung geht, um die es hier bei uns in dieser Vorlesung geht. Und Eclipse ist ein Draufsatz, eine Erweiterung von Prolog, die einige nette allgemein verwendbare Features hat, aber insbesondere auch eine Möglichkeit bietet, um algorithmische Probleme so zu formulieren, dass dann dahinter eine Engine, die versuchen kann, durch Auswertung zu lösen. Wir werden aber zunächst mal noch mal eine kleine Rundtour durch Prolog machen, auch wenn das für die meisten von Ihnen jetzt nichts Neues ist, ist es, denke ich, sinnvoll auch im Hinblick auf die Aufzeichnung. Was haben wir in OPL gesehen? Was waren da die Bestandteile? Wir haben Nebenbedingungen, Constraints und Objectives, Zielfunktion. Zielsetzung, Objective eigentlich, aber Objective Function, Zielfunktion. Und die Daten, die eine Instanz, ein Beispiel der Problemstellung ergeben, die waren dann der Input, den wir aus der Konfigurationsdatei gelesen haben. Die Logik von Prolog ist eine völlig andere. Anstelle einer Spezifikation haben wir eine Wissensbasis, Knowledge Base, die aus Fakten besteht einerseits und aus Regeln, wie man aus bekannten Fakten neue Fakten erschließen kann. Und wenn wir etwas von dieser Faktenbasis wissen wollen, dann stellen wir eine Anfrage, eine Query. Und diese Spiegelstriche sind durchaus in 1 zu 1 Korrespondenz. Anstelle von Constraints und Objectives haben wir Facts und Rules. Und anstelle von Data haben wir eine Query, eine Anfrage. So, und das ist die grundsätzliche Idee von Prolog. Prolog ist eigentlich eine ganz andere Richtung, hat gar nichts zu tun mit ursprünglich mit
algorithmischen Problemstellungen in erster Linie, sondern kommt eher aus der Richtung Wissensverarbeitung in den 60er Jahren entwickelt worden, als man noch geglaubt hat, dass man innerhalb von wenigen Jahren künstliche Intelligenz so intelligent schaffen kann, dass sie intelligenter als der Mensch ist, indem man eben Fakten und Regeln zur Ableitung neuer Fakten aus alten Fakten erstellt und damit das gesamte Weltwissen, das ein Mensch hat, als Fakten und Regeln modelliert, sodass also alles, was ein Mensch an Ableitung, an Wissenserschließung machen kann, auch ein Computerprogramm machen kann, nur eben rational im Gegensatz zum Menschen. Der Mensch kann natürlich auch rational handeln, aber es gibt so diverse Studien, die beispielsweise behaupten, dass 90% der Menschen, bei 90% der Menschen, das, ich überspitze es mal, das logische Denkvermögen automatisch abgeschaltet wird, wenn irgendwo ein Schnäppchen angeboten wird oder so. Ich weiß nicht, ob diese Studien stimmen, aber einen gewissen wahren Kern wird es da sicherlich geben, dass die Konzentration auf reine Rationalität durchaus bei Menschen nicht gegeben ist. Bei Computerprogrammen natürlich auch nicht, aber es liegt sicherlich daran, dass sie nicht von rationalen Wesen programmiert werden. Da fällt mir ein alter Witz aus dem Kalten Krieg ein. Jetzt weiß ich wieder den Kritikpunkt bei der Evolution, den weiteren, den ich vergessen habe. Ich soll nicht so weit abschweifen. Also lasse ich das jetzt mit den Witzen aus dem Kalten Krieg. Nee, doch, dass einer dem anderen erzählt, ich habe ein Buch geschrieben über einen Computer, der den Weltfrieden sichern soll, aber es entbrennt dann ein Weltkrieg um die Frage, wer diesen Computer programmieren soll. Also das war schon der Witz. Gut, eine Abschweifung möchte ich dann noch bringen. Ist so. Mein Lieblingswitz aus dem Kalten Krieg ist ein extrem kurzer. Kalter Krieg sagt Ihnen was. Das war so kurz nach Mittelalter, nicht? So, dazwischen gab es dann noch, keine Ahnung, irgendwelche anderen finsteren Sachen. Und dann kam der Kalte Krieg. Kurz nachdem die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert ist, gab es einen Fake-Werbespruch von Intourist, von der sowjetischen Reiseunternehmen: Besuchen Sie die Sowjetunion, ehe die Sowjetunion Sie besucht. Okay, ist heute, gehe ich mal davon aus, nicht mehr aktuell. Wer weiß. Also zumindest das Wort Sowjetunion ist nicht mehr aktuell. So. Einfaches Beispiel. Das hier oben alles, die ersten sieben echten Zeilen sind Fakten, das hier unten sind Regeln. Und das sind Kommentare. Prozentzeichen, wie Sie es vielleicht auch von LaTeX kennen. Oder umgekehrt, wahrscheinlich hat es LaTeX von daher. So, das ist immer zu verstehen. Das hier vorne ist ein Prädikat in beiden Sinnen in beiden Bedeutungen des Wortes Prädikat. Einerseits in der logischen Bedeutung eine boolesche Funktion, andererseits in der allgemeinen Bedeutung das Prädikat des Satzes. So kann man das lesen. Also als verkürztes Prädikat, weil eigentlich heißt es nicht female, sondern is female. Jenny is female, Jody is female, Joe is male, John is male. So in dem Sinne. Oder hier ein binäres Prädikat: Joe is father of John, John is Vater von Jenny, Jenny is Mutter von Jody. Ja? Also ein ganz einfaches Konstrukt. Fakten. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man Fakten darstellen kann. Und es reicht auch. Oder das ist andersrum gesagt, das ist das, was man unter Fakten in einem Prolog-Programm versteht. So, und hier sind Regeln. Da sehen Sie schon mal syntaktisch. Wir haben hier etwas, was so ähnlich wirkt wie ein Implikationszeichen.
Und zwar von links, nicht von links nach rechts wie üblich, sondern von rechts nach links oder genau umgedreht gesehen. So zu verstehen, X halt, Parent sprachlich. Im Deutschen können Sie, haben Sie kein Singular von Eltern. Sie müssen das umschreiben mit Elternteil oder so etwas. Wenn Sie Vater und Mutter darüber einen übergeordneten Begriff, aber im Singular wählen wollen. Im Englischen ist es durchaus möglich, man hat nicht nur Parents, die Eltern, sondern auch Parent, das Elternteil. Also X ist Elternteil von Y, wenn X Vater von Y ist. Und X ist Elternteil von Y, wenn X Mutter von Y ist. So, das sind die beiden gängigen biologischen Varianten. Sie sehen, dass das im Prinzip in gewisser Weise verundet ist. Dieser Fakt gilt und dieser Fakt gilt und dieser Fakt gilt und diese Regel gilt und diese Regel gilt und so weiter und so fort. Was hier, wir gucken uns erstmal noch Grandparent an und dann sage ich was zu den großen und kleinen, zu den großen XYZs hier. Also, X ist Großelternteil von Y, wenn X Elternteil von Z und Z Elternteil von Y ist. Also Sie sehen auch das Komma hier, diese Separierung ist zu verstehen als ein und. So, was hat es jetzt mit den, also so sind die, glaube ich, die Regel, was eine Regel ist, leicht zu verstehen. Was hat es jetzt mit den Groß X, Y, Z auf sich? Zunächst einmal, Kleinbuchstabe beginnen ist eine Konstante. Also Jenny, Jody, Joe und John sind Konstanten. Ja, die gibt's nur einmal. Das sind eindeutig definierte Objekte. Und wenn etwas mit einem Großbuchstaben beginnt, wenn ein Identifier mit einem Großbuchstaben beginnt, dann ist es eine Variable. Und also hier in diesem Fall bestehen die Variablen nur aus Großbuchstaben, aber es könnte dahinter Groß, Klein und Ziffern, Sie kennen das, auch weitergehen. Aber weil der erste Buchstabe ein Großbuchstabe ist, ist es eben eine Variable und keine Konstante. So, jetzt müssen wir verstehen, etwas, was wir jetzt eben intuitiv eigentlich schon richtig gesehen haben, müssen wir nochmal explizit verstehen, nämlich die Gebundenheit dieser Variablen. Jede dieser Variablen ist quantorgebunden. Und zwar hier oben konzentrieren wir uns erst einmal auf diese beiden Bedingungen. Die sind allquantorgebunden. Das ist zu lesen als für jedes x und für jedes y gilt, wenn x Parent von y, dann, nein, Entschuldigung, wenn x Vater von y, dann x Parent von y. Und für jedes x, y gilt, für jedes x und jedes y gilt, wenn x Mother von Y, dann x Parent von Y. Ja? Dieses x und Y sind allquantorgebunden. Und zwar deshalb, weil sie links in dieser Regel auftreten. Das ist Ihnen bekannt von Prolog. X und Y treten links auf. Dass sie auch rechts auftreten, ist nicht relevant. Sie treten links auf und sind damit automatisch verstanden als allquantorgebunden. Hier dasselbe x und y. Für alle x, y gilt, x ist Grandparent von y, wenn irgendwas da hinten gilt. So, jetzt haben wir hier eine Variable z, die nicht links von der Implikation auftritt, sondern nur rechts von der Implikation. Eine Variable, die nur rechts, aber nicht links von der Implikation auftritt, von dieser Regel auftritt, die ist implizit existenzquantorgebunden. Das heißt, x ist Großelternteil von y. Wenn es ein z gibt, mindestens ein z gibt, also in diesem Beispiel sollte es im Normalfall nur ein z geben, aber im Allgemeinen, wenn es mindestens ein z gibt, sodass x Parent von z und z Parent von y ist.
So ist das zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das, wenn Sie haben in Einführung in DKE wahrscheinlich Prolog gesehen, oder? Ich weiß nicht, inwieweit da diese Sachen thematisiert worden sind. Als ich im letzten Jahr gefragt habe, waren diese Sachen, die ich jetzt eben gesagt habe, den Leuten nicht so unbedingt ganz klar oder vielleicht auch wieder vergessen, weiß ich nicht. So, aber das ist die Logik des Ganzen. So, Terminologie. Ja, ist nicht viel Terminologie, keine Sorge. Also Buchstaben, Prolog ist, was Bezeichner angeht, case-sensitive, also was heißt es auf Deutsch? Unterscheidet Groß- und Kleinschreibung, das ist das englische Wort case-sensitive. Bezeichner können auch zusätzlich Ziffern und Underscore sein, das kennen Sie auch aus anderen Programmiersprachen, dass das im Wesentlichen die Möglichkeiten sind, Bezeichner zu bilden. In anderen Programmiersprachen gibt es meistens noch mehr Sonderzeichen, die man auch in einen Bezeichner reintun kann. Und das kennen Sie auch aus anderen Sprachen, dass das erste Zeichen, aus irgendwelchen Gründen bin ich hier im Satz von Letter auf Character gewechselt, aber es ist beides dasselbe natürlich hier in diesem Kontext. Das erste Zeichen, nee, Moment, halt, falsch, das war Quatsch von mir. Ich habe es korrekt verwendet hier. Ah, ist das schön, was hier so alles immer dann weltöffentlich dann an Blödsinn von mir dann hier in aller Ewigkeit auf dem Lernwert stehen wird. Letters sind natürlich hier als Buchstaben und Character Zeichen im Sinne von Zeichensatz, im Sinne von ASCII-Zeichensatz, Unicode-Zeichensatz. So, und dann stimmt es auch wieder. Das erste Zeichen muss dann ein Buchstabe sein. Da kommen wir noch hin, dass ein einzelner Underscore ohne was anderes, auch ein besonderer Bezeichner ist. Also von logisch gesehen ist es eigentlich kein Bezeichner, sondern eigentlich würde man logisch sagen, dass es ein Schlüsselwort ist. Aber ich glaube, in der typischen Terminologie von Prolog bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, bezeichnet man es trotzdem als Identifier. Oder zumindest habe ich schon mal irgendwo so gesehen. Aber eigentlich ist es von der Logik her ein Schlüsselwort, nicht? Wobei zum Beispiel Null in Java, wissen Sie das? Ist das ein Identifier oder ist das ein Keyword? Ein Bezeichner oder ein Schlüsselwort? Bitte? Keyword, sagen Sie. Was sagen die anderen? Wer ist für Schlüsselwort? Wer ist für Bezeichner? Okay, mit einer Stimme Mehrheit hat sich ein Mitglied der Audienz für Schlüsselwort entschieden. Die anderen haben sich enthalten. Es ist tatsächlicherweise, ich habe es letztes Semester aufbereitet für die allgemeine Informatik 1. Es ist tatsächlich ein Identifier, ein Bezeichner, kein Schlüsselwort. Warum? Also es ist genauso wie True und False sind auch Identifier, keine Schlüsselwörter. Warum, weiß ich nicht. So, aber das bedeutet zum Beispiel, wenn es Identifier ist, wie ist denn das, dass man sie auch im Scope überschreiben könnte, nicht? Das wäre die Konsequenz. Müssen wir mal ausprobieren. Okay, zurück nach Prolog. Ich versuche, den Kritikpunkt ernst zu nehmen, dass ich zu viel abschweife. Allerdings, wenn ich weniger abschweifen würde, wäre ich mit diesem Stoff schon nach einem halben Semester durch und dann müssten Sie doppelt so viel Stoff lernen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Kritikpunkt wirklich unter den Umständen aufrechterhalten wollen. Er kam auch nur einmal, glaube ich. So. Lowercase, Kleinbuchstabe, als erster Buchstabe eine Konstante, Uppercase, Variable, wie gesagt. Prädikat, das, was wir eben gesehen haben, eine Konstante. Ja, Prädikate sind immer konstant, sie haben keine variablen Prädikate, keine Prädikate, die in irgendeiner Form als Variable anzusehen sind. Also in der Sprache von C gesprochen, sie haben keine Funktionspointer. Und dann haben wir in Klammern, Parenthesis in Klammern, eine Liste von Identifiern, die eben Konstanten oder Variablen sein können. Also Sie wissen die verschiedenen Übersetzungen des Wortes Klammer ins Englische. Runde Klammer ist Parenthesis mit I hinten.
Plural, Parentheses mit E hinten. Was sind die eckigen Array-Klammern? Wie heißen die im Englischen? Weiß keiner. Brackets mit CK. So wie Briketts nur mit A statt mit I. Nee, Brikett schreibt man nicht mit CK. Okay, Sie haben jetzt eine Vorstellung davon, wie es geschrieben wird. Und die geschweiften Klammern? Braces, so wie to embrace. So, und diese Konstante, der Name des Prädikats, klar. So, ich weiß nicht, ob wir diesen ersten Punkt noch verwenden werden, die Arität eines Prädikats, also binär, unär, ternär und dann, wie immer das dann in höheren Graden heißt, also die Anzahl der Elemente, die Anzahl der Argumente. Wenn wir keine Variable drin haben, das haben wir eben gesehen, dann haben wir einen Fakt. Und wenn wir eine Variable drin haben, dann haben wir können keine Prädikate, wir können keine Fakten mit Variablen drin haben. Ja, nur Regeln können Variablen drin haben. Das werden wir aber gleich sehen. Prädikate mit mindestens einer Variablen können nicht in der Wissensbasis sein, sondern sind stattdessen Anfragen an die Wissensbasis. Das werden wir gleich sehen. Und eine Regel haben wir auch gesehen, ist eine Query, also ein Prädikat mit mindestens einer Variable drin. Dann kommt dieses Implikationszeichen, was eben genau andersherum als normale Implikation geht. Und dann haben wir entweder ein Prädikat auf der rechten Seite oder eine Liste von Prädikaten, die kommasepariert sind. Das Komma hat die Semantik einer logischen Verundung. Und beides nennen wir Klauseln mit L hinten nochmal. Hier auch nochmal, Caveat hatten wir beim letzten Mal auch. Englischer Ausdruck für Achtung, Vorsicht. Nämlich, dass es durchaus andere Terminologie unter Umständen gehen kann oder dass dieselben Begriffe ja, möglicherweise etwas andere Bedeutung in der Literatur vorkommen können. So, das Beispiel brauchen wir dann nicht mehr weiter hier zu erklären. Das hatte ich anhand der Folie, wo das Beispiel drauf war, erklärt. Das können wir also alles überspringen. Das ist das, was alles, was ich mündlich erklärt habe, hier nochmal schriftlich. So, jetzt kommen wir zu Anfragen, zu Queries. Wir haben eben diese Wissensbasis gesehen. Da war zum Beispiel drin Female of Jenny als ein Fakt. Jenny ist weiblich. So, wir können das jetzt, wenn wir diese Wissensbasis haben, dann können wir an das System, an das Prolog-System eine Anfrage stellen mit dieser merkwürdigen Syntax, Fragezeichen Minus. Wird vermutlich nicht bei jedem Interpreter so sein, dass das genau die Syntax ist, aber ich glaube, es ist schon ziemlich standardisiert. So, wenn wir diese Anfrage stellen an die Wissensbasis, also die Wissensbasis ist sozusagen hochgeladen in dem System und jetzt stellen wir diese Anfrage, dann kriegen wir ein Yes mit einem Punkt hinten. Der Punkt beschließt die Antwort auf die Anfrage. So, wenn ich jetzt Joe Female die Anfrage stelle, dann kommt ein No raus. Dieses No ist aber nicht dasselbe No, das ein Mensch auf diese Frage geben würde. Der Mensch würde sagen, nein, Joe ist male, das ist ein Faktum. Gehen wir nochmal zurück auf das Beispiel. Hier, Joe ist male, das ist ein Faktum und damit kann derselbe Joe nicht female sein. Kann man heutzutage als traditionelle Sicht auf Geschlechter sehen. Also es ist zu einer Zeit, sind diese Beispiele gebaut worden, als das Thema Geschlechtsausdifferenzierung noch nicht politisches Thema war. Der Mensch würde natürlich sagen, na Joe ist male, also kann Joe nicht female sein. Geht nicht. Das kann das System aber nicht wissen, denn das System hat hier, die Wissensbasis hat keine Ausschlussregel, die sagt, wenn eine Konstante male ist, kann sie nicht female sein und wenn sie female ist, kann sie nicht male sein. Ja, ist nicht drin. Müsste man einfügen. Wenn man einfügen
Wenn man das einfügen würde, dann könnte das System aus der Wissensbasis tatsächlich erschließen, dass Joe nicht female ist. Kann das System aber nicht, und deshalb müssen wir uns nochmal klar machen, was dieses No, was die Semantik dieses No's ist, wenn das System ein No als Antwort gibt. Die Semantik ist zunächst mal, wir werden es gleich noch verfeinern, aber zunächst mal ist die Semantik ist, ich weiß es nicht. Ich kann nicht aus der Wissensbasis ableiten, dass Joe female ist. Das ist die Semantik. Zunächst einmal. Sie sehen hier unten, wenn wir noch ein bisschen mehr zur Semantik vom No sagen müssen. So, genauso female Andy. Andy war keine Konstante, die überhaupt vorgekommen ist. Also Sie sehen, ich habe hier mit Bedacht Beispiele gewählt von Namen, die geschlechtsneutral sind, um jetzt nicht sie in die Irre zu führen mit rein männlichen Namen, in eine andere Richtung von logischer Ableitung zu denken. Andy kommt überhaupt nicht vor. Es gibt insbesondere kein Faktum, dass Andy female ist. Es gibt auch keine Regeln, die aus denen man logisch ableiten kann, dass Andy female ist. Also kommt raus No im Sinne von weiß ich nicht, keine Ahnung. So, jetzt die erste Abfrage. Mit einer Variablen. Female x, und dann guckt er sich das System sich die Wissensbasis an. Es gab ein Fakt Female Jenny, es gab ein Fakt Female Jody, und genau die beiden werden ausgegeben. X gleich Jenny, x gleich Jody und No. Also Sie sehen, die Semantik ist nicht letztendlich, die wirklich allgemeine Semantik ist nicht, ich weiß nicht. Sondern die Semantik ist, abgesehen von dem, was bisher ausgegeben worden ist, weiß ich nichts weiteres. Das ist die allgemeine Semantik, ja. Hier ist nichts weiter vorher ausgegeben, das heißt also, ich weiß gar nichts. Und hier ist was vorher ausgegeben worden, das heißt, ich weiß, abgesehen von dem, was bisher ausgegeben worden ist, weiß ich nichts weiteres mehr, was man ausgeben könnte. So, ähnlich mit binären Prädikaten. Joe John war ein Faktum in der Wissensbasis, kommt also jetzt raus. Joe Jenny, Vaterbeziehung, war kein Faktum in der Wissensbasis, kommt also noch raus, wieder mit der Bedeutung, ich kann nicht aus der Wissensbasis ableiten, dass Joe Vater von Jenny ist. So, hier haben wir eine Variable und eine Konstante. Und das liefert sämtliche, für x sämtliche Konstanten, in diesem Fall nur eine, wo tatsächlich Vaterbeziehung steht. Joe ist Vater von John, war ein Faktum, also liefert er x gleich Joe und sonst nichts. Umgedreht, die Variable ist jetzt an der zweiten Position. Vaterbeziehung von Joe und John ist in der Wissensbasis. Also liefert er jetzt für y gleich John und ansonsten nichts weiter. Vaterbeziehung von XY, wenn Sie in die Wissensbasis nochmal schauen, da schauen wir jetzt nicht nochmal zurück, aber wenn Sie schauen, dann stellen Sie fest, dass sich zwei, dass es zwei Vaterbeziehungen gab, Joe John, das ist hier die erste Ausgabe, die einzelnen Posten der ersten Ausgabe durch Komma separiert, die einzelnen Ausgaben durch Semikolon separiert. Das ist jetzt die zweite Ausgabe, x gleich John, y gleich Jenny, Semikolon, no, wieder für mehr weiß ich nicht. Und wenn Sie in die Wissensbasis schauen, werden Sie feststellen, durch genau scharfes Hinschauen, dass man tatsächlich aus den Elternbeziehungen ableiten kann, dass John Großelternteil von Jody ist, also kommt bei dieser Anfrage yes raus. So, Explanation of the Queries brauchen wir jetzt nicht weiter. Wildcards hier. Wir hatten schon gesagt eben, der einzelne Underscore ist auch ein Identifier, ist auch ein Bezeichner, im Gegensatz zu den allgemeinen Bildungsregeln für Bezeichner. Der Unterschied ist der, wenn hier das x stehen würde, wie eben, dann würde eben für x der Treffer angegeben werden, John. Und da hier nur ein Wildcard steht, interessiert uns nicht,
was der Wert ist, sondern es interessiert uns nur die Tatsache, dass das Prädikat tatsächlich instanzierbar ist, dass es tatsächlich eine Vaterbeziehung zwischen Joe und einer anderen Konstante gibt und deshalb ein Yes und nicht mehr eine Instanzierung des zweiten Arguments, wenn Joe das erste Argument ist. So, das kann man auch mixen, Variable und Wildcards. Ja, wir wollen alle Vaterbeziehungen haben, aber es zwischen irgendwelchen Vätern und ihren Kindern eben. Aber uns interessiert jeweils nur der Vater, uns interessiert nicht, was das Kind jeweils ist. Wir wollen nur alle Väter finden. Und deshalb setzen wir bei den Vätern die Variable ein, x, und bei den Kindern den Wildcard, sodass hier, wenn wir hier ein Y wieder hätten, wie eben, dann würde auch Y ausgegeben werden, aber so wird nur x ausgegeben. Es gibt eine Vaterbeziehung, wo Joe das erste Argument ist, es gibt eine Vaterbeziehung, wo John das erste Argument ist. So. Also Sie sehen, eigentlich sind Wildcards nicht wirklich notwendig, sondern nur syntaktischer Zucker. Man unterdrückt halt Informationen. Also, ja, das Yes müsste man sich ansonsten erschließen daraus, dass ein X ausgegeben wird. So, wie läuft das ab? Das ist eine Wissenschaft für sich. Darüber könnte man ein ganzes Semester Vorlesung halten. Ich nicht, weil das nicht mein Gebiet ist, aber andere könnten das. Es ist aber ganz gut, ein bisschen Hintergrundwissen dazu zu haben, wie so eine Query evaluiert wird. Und da gehen wir vielleicht hier hin, an dieser Stelle. Es ist auch notwendig für das, was wir gleich noch betrachten, nämlich rekursive Regeln. Ist hier ein gewisses Grundverständnis wichtig? Eigentlich, ich hoffe, ich tue den Prolog-Leuten jetzt nicht Unrecht. Eigentlich war Prolog, wie so viele andere Sprachen gedacht, dazu gedacht, dass man sich damit nie befassen muss. Dass man sich nie damit befassen muss, wie man das Ganze auswertet. Ja, funktionale Sprachen, die Sie in der GD1 gesehen haben, irgendeine funktionale Sprache haben Sie da doch sicherlich gesehen, nicht? Oder? Ja, haben auch diese Idee, dass man sich eigentlich nie damit befassen muss, was dahinter wirklich vorgeht, in welcher Reihenfolge, was jetzt abgearbeitet wird und so weiter und so fort. Aber leider hat sich immer wieder herausgestellt, dass das ein bisschen zu idealistisch gedacht ist, dass man leider doch nicht drumherum kommt, wenn man vernünftig, kurz und bündig programmieren will, dass man doch aufpassen muss, dass man doch immer im Hinterkopf haben muss und das Wissen anwenden muss beim Programmieren, wie das dann tatsächlich ausgewertet wird. So, wir stellen die Anfrage Grandparent XY. Das heißt, wir wollen alle Grandparent-Beziehungen haben. So, und das Ganze wird zerlegt in einen großen Baum. Und zwar auf natürliche Art und Weise, ja. Grandparent XY ist, wenn Parent XZ und Parent ZY ist. Ja, das sind die beiden Teile hier. Für Parent gibt es verschiedene Möglichkeiten, unter welchen Umständen X Parent von Z sein kann, nämlich wenn es Father oder wenn es Mother ist. Und hier dasselbe, Parent ZY, wenn Father ZY und Mother ZY ist. Und jetzt haben wir für Father finden wir tatsächlich dann auch Fakten, nämlich Father Joe John und Father John Jenny. Die finden Sie in der Wissensbasis, wenn Sie die Folien zurückgehen. Und natürlich dieselben Beziehungen hier auch. Und für Mother finden Sie eine Beziehung jeweils. Auf diese Art und Weise lässt sich die Query umbauen in einen solchen Auswertungsbaum. Und jetzt gehen wir hier zurück. Was letztlich an Fakten, im Grunde läuft es darauf hinaus, dass, so wie hier angedeutet, die Fakten von unten nach oben zusammengesammelt werden. Ja? Hier unten gibt es zwei Fakten mit Father. Die beiden kommen prinzipiell in Frage.
Die werden sozusagen hochgeliftet. Das sind zwei Kandidaten. Für Mother Jenny Jody, es gibt nur diesen einen Fall, wird nur dieser eine Fall hochgeliftet. Und diese beiden Fälle können hochgeliftet werden als Parent und dieser Fall kann hochgeliftet werden als Parent, sodass wir hier drei verschiedene Möglichkeiten haben für Parent-Beziehung. Und natürlich dasselbe hier auch. Drei verschiedene Möglichkeiten für Parent-Beziehung. Und jetzt muss hier die Zusammensetzung erfolgen, die Verundung, nämlich dass das zweite Argument auf der Seite gleich dem ersten Argument auf der Seite ist. Und da haben wir genau einen, wenn ich das richtig sehe. Ne, zwei sogar. John hier ist John hier, Jenny hier ist Jenny hier. Und ja, ich hätte es gleich hier vor oben ablesen können. Und die beiden werden hochgereicht bis hier. Das Ganze läuft aber aus Effizienzgründen, um die Möglichkeit auch zu haben, nicht vollständig auszuwerten, sondern fertig zu sein, wenn vielleicht eine Möglichkeit gefunden wurde oder was weiß ich, wenn 10 Möglichkeiten gefunden wurden oder so. Das läuft dann eher tiefensuchmäßig ab, dass hier lang gesucht wird, so weit wie möglich nach links. Was ist die erste Möglichkeit der Instanziierung? Hochgeholt. Hier die erste Möglichkeit bis hier oben hin hochgeholt. Hier die erste Möglichkeit bis hier oben hin hochgeholt. Passt nicht. Also zweite Möglichkeit hier hochgeholt. Passt leider alles nicht. Also Joe ist ein schlechtes. Nee, Entschuldigung, John. Doch, das zweite passt dann. Und das wird dann hochgeholt. Hier dann die zweite Möglichkeit, John Jenny hochgeholt. Dann hier geschaut. Erste Möglichkeit, hier unten Joe John passt nicht. Zweite Möglichkeit hochgeholt, John Jenny passt nicht. Erst dritte Möglichkeit, Jenny Jody passt nicht. Doch, das passt. Also zweite Möglichkeit gefunden. Dann würde noch die dritte Möglichkeit, Jenny Jody hier durchsucht werden. Wird hier hochgeholt und dafür guckt man dann nach links. Erster Fall hochgeholt passt nicht, zweiter Fall hochgeholt passt nicht, dritter Fall hochgeholt passt nicht. Also Sie wissen, Problematik von Bäumen. Bäume können natürlich sehr groß werden. Insbesondere dann, wenn sie sich so wie hier verzweigen. Ja, dafür reicht ja schon binäre Verzweigung, damit es recht groß wird. Also haben Sie, ja, wenn Sie wirklich sämtliche Möglichkeiten von unten nach oben hochholen, schrittweise hoch, ist das natürlich die saubere Lösung. Aber unter Umständen kann das Ganze viel zu groß sein. Deshalb macht man das nicht so, weil man in der Praxis dann oft zufrieden sein kann, dass man wenigstens eine Lösung gefunden hat. Oder oft genug ist man nur an einer Lösung interessiert, nicht an allen. So, das steht ja hier vielleicht nochmal. Was ich jetzt nur angedeutet habe, was ich nicht explizit gesagt habe, dass dieser Baum natürlich nicht wirklich aufgebaut wird, weil er viel zu groß ist im Allgemeinen. Und bottom-up ist zwar für unser Denken sinnvoll, aber geht algorithmisch nicht vernünftig. Weil der Baum zu groß ist, kann man auch nicht bottom-up machen, sondern Tiefensuche, so wie ich es eben skizziert habe, von links nach rechts. Warum ist das eine Smart Variant? Gute Frage. Gut, weil man immer nur so viel rechnet, wie unbedingt notwendig sein muss, immer nur so weit, bis man zur nächsten Antwort kommt. Deshalb smart. Ja, Sie haben ja in den Queries, in den Beispielen gesehen, dass man mehrere Antworten finden kann, potenziell viele Antworten. Baum ist strikt von links nach rechts. Das heißt also, die Klauseln werden grundsätzlich immer von oben nach unten strikt durchlaufen. Ja, wenn es mehrere Klauseln gibt, wo man mal gucken kann, ob es da weitergeht, wird immer die erste noch nicht betrachtete als nächstes genommen und auch die Prädikate on the right hand side auf der rechten Seite. Ja, man würde im Englischen eher nicht sagen on the right side, sondern man würde immer sagen on the right hand side. Auf eine Equation oder auf eine Implication oder so etwas.
Auch die von links nach rechts. Mehr machen wir hier nicht an algorithmischen Details. Ja. Also wie gesagt, man könnte über Prolog und Evaluation von Prolog-Anfragen eine ganze Semester lang Vorlesung halten, aber das machen wir hier nicht. So, aber wofür wir insbesondere ein bisschen verstehen müssen, wie die Auswertungsreihenfolge ist, sind rekursive Prädikate. Das da oben, das haben wir schon gesehen. Das sehen wir jetzt nochmal. Für alle XY gilt, wenn X oder nein, Entschuldigung, wenn X Vater von Y ist, dann ist X Elternteil von Y. Und genauso für alle XY gilt, wenn X Mutter von Y ist, dann ist X Elternteil von Y. So, jetzt nehmen wir das Prädikat Ancestor mit der üblichen sprachlichen Bedeutung. Ancestor heißt Vorfahr. Und also wir gehen jetzt nicht so weit. Also es wäre typische mathematische, informatische Notationspraxis zu sagen, jeder Mensch ist Ancestor von sich selbst. So weit gehen wir jetzt doch nicht. Nicht? Sie kennen Beispiele dafür. Analoge Beispiele zu dem, was ich eben gesagt habe, jeder ist Ancestor von sich selbst. Soweit gehen wir doch nicht, sondern aber wir sagen, was vielleicht außerhalb von Mathematik und Informatik auch erstmal gewöhnungsbedürftig ist, dass auch schon Elternteil ein Vorfahr ist. Ist korrekt, aber eben, wie gesagt, vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Hätte man nicht so machen müssen, hätte man auch natürlich erst bei Grandparent oder bei noch weiter auseinander anfangen können. Aber Ancestor mit Parent beginnen zu lassen, ist sicherlich für die meisten Zwecke auch die pragmatisch sinnvolle Lösung. So, für alle die XY gilt, X ist Parent von Y. Wenn X Parent von Y ist, dann ist X auch Ancestor von Y. Und für alle XY gilt, wenn es ein Z gibt, ja, Sie erinnern sich, dieses Z ist nicht auf der Rech kommt nicht auf der linken Seite vor, nur auf der rechten Seite, ist also Existenzquanta gebunden. Wenn es ein Z gibt, sodass X Parent von Z und Z Parent von Y ist, dann ist X Ancestor, also nein, Entschuldigung, Z Ancestor von Y ist, dann ist X Ancestor von Y. So, hier sehen Sie die Rekursion drin. Rekursion heißt schlicht und einfach im Prolog. Das, was links ist, einer Regel, taucht auch rechts auf. Und hier ist jetzt die Auswertungsreihenfolge wichtig, aus demselben Grund, warum in normalen Programmiersprachen wie Java, C, C++, warum es da bei einer rekursiven Methode, bei einer rekursiven Funktion wichtig ist, nicht re erst rekursiv aufzurufen und dann abzufragen, ob das Rekursionsende erreicht ist, sondern erst abfragen, ob das Rekursionsende erreicht ist und nur dann, wenn es nicht der Fall ist, rekursiv aufrufen. Also wenn wir die beiden Klauseln hier vertauscht hätten, also Entschuldigung, die Rekursion zuerst und dann der rekursive Schritt zuerst und dann der Rekursionsanker danach, dann würde das Ganze in, die Prolog-Leute werden mich dafür prügeln, aber es ist so, in eine Endlosschleife laufen. Oder eine Endlosrekursion mit Stack Overflow halt. Das will ich nochmal an der Tafel klar machen. Mithilfe dieser Regeln, Evaluation einer Query. So wie das dasteht, haben wir Ancestor entweder zurückgeführt auf Parent
Jetzt muss ich mal, warten Sie mal, jetzt muss ich mal ganz kurz noch mal gucken, wie die Notation von Bäumen war. Achso, so ein Fall kam hier gar nicht vor. Dann muss ich das jetzt mal schnell improvisieren. So, ich setze hier so ein Knubbel für die Verundung ein und haben hier Parent und hier Ancestor. Und hier dasselbe wieder eingesetzt. Parent, ein Knubbel für die Verundung und dann Parent und Ancestor. Und Sie sehen, machen wir vielleicht noch mal einen Schritt weiter, aber ich glaube, es wird schon deutlich. Hier Parent, hier Knubbel und Parent und Ancestor. Sie sehen, dass dieser Baum unendlich rechtslastig ist. So. So, die Evolutionsordnung ist strikt von links nach rechts. Das heißt, wenn es irgendwo mal einen Ausgang gibt, wenn es irgendwo mal passt, dann kommt es zu einem Ende. Egal wie tief, irgendwo nach endlicher Zeit. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir hätten das umgedreht, die beiden Klauseln vertauscht und vielleicht noch die beiden Prädikate vertauscht, auf der rechten Seite der zweiten Klausel, dann wäre dieser ganze Baum spiegelbildlich und das Erste, was er machen würde, ist in diesen einen unendlichen Pfad reinzugehen, wo immer nur Ancestor steht auf jeder Ebene. Und damit hätten wir unseren entweder Endlosschleife oder Stack Overflow erreicht. So, wenn wir versuchen, alle Antworten zu berechnen, kann es natürlich immer noch, da würde es in dem Fall natürlich immer noch sein, dass wir einen unendlichen Prozess kriegen. Weil wir jetzt erst nach einer unendlichen Zahl von Möglichkeiten feststellen, dass es keine weiteren Möglichkeiten mehr gibt. So, noch ein Beispiel, das ist eigentlich der Kernpunkt. Dieses Beispiel ist eigentlich am Her nee, wie sagt man, at the heart of, wie sagt man im Deutschen, ist eigentlich die Art von Beispielen, die man eher im Sinn hatte, als man Prolog entwickelt hat, nach meinem Verständnis. Es ist ein einfaches Beispiel für einen Interpreter für arithmetische Formeln. Mit einfach arithmetische Formeln, Klammerausdruck, plus, minus, mal geteilt. So, hier sehen Sie noch ein Schlüsselwort, glaube ich, ist es in diesem Fall, ist. Links steht ein String. Rechts steht eine Zahl und das ist korrekt, wenn dieser String als eine Zahl interpretierbar ist, die genau diesen Wert hier hat. So, das ist auch ein Beispiel für die etwas merkwürdige Logik, zumindest am Anfang erstmal merkwürdige Logik von Prolog. Wir berechnen nicht einen Wert für einen mathematischen Ausdruck, für einen arithmetischen Ausdruck, sondern wir sagen, Value ist der Wert dieses Ausdrucks, wenn irgendwelche Eigenschaften erfüllt sind. Ja, hier sind die Eigenschaften für Plus, hier sind die Eigenschaften für Minus. Also wenn das letzte auszuwertende arithmetische, wenn die letzte auszuwertende arithmetische Funktion ein Plus ist, die eben im arithmetischen Berechnungsbaum ganz oben in der Wurzel steht. Hier, wenn es ein Minus ist, hier, wenn es ein Mal ist, hier, wenn es ein geteilt ist. Und hier, wenn es gar keine
wenn es gar keine, wenn der Ausdruck gar keine arithmetischen Operatoren mehr enthält, sondern nur ein reiner Zahlenwert ist, hier vorne erster Schritt, erste Klausel, wenn es Klammern gibt, wenn hier Klammern sind. Hier sehe ich gerade, ist ein kleiner Fehler. Expression 1 und Expression 1 müsste dasselbe sein. Also konzentrieren wir uns erst einmal auf das erste Beispiel. Value ist der Wert von Expression, wenn Expression sich schreiben lässt als irgendein Existenzquanta gebunden. Ja? Hier Expression 1 ist eine Existenzquanta gebundene Variable, wenn es ein Expression 1 gibt, sodass das in Klammern gleich dem Expression ist. Und hier muss leider 1 stehen, nicht 2. Ich bitte um Entschuldigung. Und wenn Value auch der Wert dieses Expression 1 ist. Ja, damit wird ein Ausdruck in Klammern behandelt. Wenn der Ausdruck sich als anderer Ausdruck in Klammern schreiben lässt und wenn der Ausdruck in Klammern, innerhalb der Klammern, eben genau dieses Value ist. Ja, also was da passiert ist, dass dann tatsächlich dieser Wert berechnet wird. Und auch gar nicht mal so ineffizient, wie es jetzt zuerst aussieht. Aber die Logik von Prolog ist eine andere. Man gibt einen Wert aus, der auf diesen Expression passt. Oder genauer gesagt ist die Logik, man gibt alle Werte aus, die auf diesen Expression passen. Wenn das ein variablenfreier Ausdruck ist, also wenn wir keine Variablen drin haben, so wie es in diesem kleinen Beispiel hier ist, dann kommt natürlich nur ein Wert raus. So, Value Expression, Value, dasselbe wieder. Groß Value ist der Wert dieses Ausdrucks Groß Expression, wenn sich Expression schreiben lässt als Expression 1 plus ein Expression 2 und, Komma, und wenn der Wert hier gleich dem Wert Value 1 und dem Wert Value 2 ist, wenn es 2 wieder und wenn Value 1 der Wert von Expression 1 und Value 2, sorry, hier gehört jeweils noch Value 2 hin. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Hier gehört jeweils noch mal Value 2 hin an diese vier Stellen. Wenn der Value 2 der Wert von Expression 2 ist. Also, was steht hier? Für alle Ex Strings Expression, für alle Zahlen Value gilt, dass Value der Wert von Expression ist, wenn es ein Expression 1 und ein Expression 2 gibt und wenn es ein Value 1 und ein Value 2 gibt, sodass Expression gleich als String Expression 1 Pluszeichen Expression 2 ist. Und wenn Value, die so hier, das ist arithmetische, echte, normale Gleichheit, wenn der Wert von Value, der Zahlenwert Value, gleich dem Zahlenwert Value 1 und dem Zahlenwert Value 2 ist, und wenn Value 1 der Wert von Expression 1 und Value 2 der Wert von Expression 2 ist. Ist eine komische Logik, aber kann man sich dran gewöhnen. Wir müssen uns aber hier nicht wirklich intensiv dran gewöhnen. Ja, also Sie können sich vorstellen, dass Prolog und Eclipse, Sie haben ja auch gesehen, dass es keine Übungsaufgabe dazu gibt, dass es natürlich in den Prüfungen durchaus eine Rolle spielt, aber jetzt nicht so ganz die ganz tiefgehende Prüfung, nicht die ganz tiefgehende Rolle. Dasselbe mit Minus mal geteilt. Gucken wir vielleicht, um uns ein bisschen näher noch dran zu gewöhnen, das uns beim nächsten Mal nochmal an. Hier, gut, die Erklärungen dazu. Gucken wir uns vielleicht beim nächsten Mal doch mal an. Normalerweise überspringe ich ja die Erklärungen immer ein bisschen. Listen ist dann ein nächstes Thema. Aber gehen wir einmal nur mal ganz kurz hier zum Ende durch. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Also, Prolog ist eine Sprache, in der es eigentlich nur Strings gibt. Das ist eine der Grundideen von Prolog. Alle Informationen sind Strings. Und wenn wir den normalen Operator gleich haben, das, was Sie in C, C++ und Java als Operator gleich eben haben, dann ist das einfach Übereinstimmung zweier Strings. Ja.
Es bedeutet nicht, wenn Sie zwei Strings haben, die sich beide als Zahlen darstellen lassen, die beide zwar diese, ja, also auf der einen Seite 1,0 und auf der anderen Seite nur eine 1, dann gibt Ihnen Operator gleich false zurück, obwohl es der gleiche Zahlenwert ist, ist es eben nicht der gleiche String. So, x, hier sehen Sie den Unterschied. Gleichheit bedeutet Stringgleichheit, 4 plus 3 als String. X ist 4 plus 3, bedeutet Wertgleichheit, x gleich 7. Während dann die Vergleichsoperatoren, die wir jetzt in dem Beispiel nicht drin haben, die sind wieder ganz normal, wie Sie es aus anderen Sprachen gewöhnt sind, auch wieder numerisch zu verstehen. Ich meine, mir ist nicht ganz klar, welche Semantik diese Operatoren haben sollen bei Stringvergleichen. Könnte man sich natürlich irgendwas vorstellen wie lexikografische Ordnung, aber also hier sehen, aber das ist irgendwie ja. Gut, damit sind wir für heute zu Ende. Ich darf mich bedanken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.